Bro, ich werde jetzt gestartet. Oh. Ah. Tja, dann herzlich willkommen zurück hier zum Let's Race. So. Bestes Wetter. Mal wieder wunderschönen Sonnenschein. Was fahren wir denn heute? Ich bin vorbeigezogen. Einmal Reifenwechsel reicht. Müsste eigentlich reichen, immer. Endstrategie, ja genau. Ah ne, 3 auf jeden Fall nicht. In 13 Runden, das... Nee, nee. Das sieht auch so, wie es ist. Ja. Hm? Erlebt haben wir ja auch schon einiges. Ich sag bloß Aserbaidschan vor 2 Rennen. Ja, das muss ich leider noch posten. Ja, da gab's hier und da den ein oder anderen Platten. Flash hat sein Auto mal wieder geschrottet. Ja. Ja, er war jetzt die letzten 2 Folgen nicht mit dabei. Schade eigentlich. Vielleicht kommt er dann am Wochenende wieder mit. Schade, ja. Und ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Ja, dann kann man starten. Genau. Ist ja erstmal Einführungsrunde. Okay, wie war das Ausfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Macht nix. Wir macht eigentlich auch nichts. Die reihen sich dann eh auf. Vielleicht nicht unbedingt eine Einführungsrunde so viel Curbs mitnehmen. Ey. Das greift die Reifen enorm an. Oh. So. Bin gespannt. Autopilot hat übernommen. Ja. Dann schauen wir nochmal in die Pulle, wie spät es ist. In die Pulle, ja. Pulle gibt's nach dem Rennen. Ach so. Fängt ja auf Ex aus, Alter. Nur wenn es den ersten Platz gibt, sonst nicht. Na gut. Es wird jetzt hart. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Hauptsache, deine Reifen drehen sich rückwärts. Mit Medium. Hm. Ja gut, dafür steigen die anderen dann auf Medium. Später ja. Ich muss mir den Vorsprung rausarbeiten. Ja. Dann schon ist es los. Ey. Boah, das war knapp. Ich dachte, da rumst ein Schleier hinten weg. Das wäre natürlich kleiner gewesen im Start. Ne?
Mal gucken, wie viel Sprit wir noch haben. Ja, ganz knapp vermisst. Ja, da ist er wieder. Der Robin in the Hood. Genau, no, Robin in the Hood. Ah shit, ich muss jetzt enorm nur vom Gas gehen, aber auf den Graben kann ich wieder pumpen. Ja, ich merke schon, dass ich nur Medium habe und kein Soft, also... Natürlich, ich bin jetzt auch einen Vorsprung raus dabei. Da steht einer. Okay. Nach Startziel. Ostern ist doch vorbei, der braucht doch nichts mehr suchen. Der hat wohl so gut, ja. Boah, mein Teamkollege drängelt. Ah ne, zwischen mir und dem Teamkollege ist noch einer. Ich mach's immer wieder, ey. Voll in die Kurs. Ja, aber so geht die Kurven besser. Es geht zwar übelst auf die Reifen, wenn ich über die Kurs fahre, aber... Okay. Das muss, das muss. Und der Reifenverschleiß ist aber hoch jetzt, wenn man so viel Renndistanz hat. Ja, ja. Da kann ich nicht mehr so lange fahren. Muss ich bald? Das wird prozentuell runtergebrochen quasi mit dem Reifen. Ja, das glaube ich auch, ja. Weil normalerweise brauchst du nur einen Boxenstopp. Ja, das ist klar, fünf das werden wir auch machen. Nee, auch im, wenn du 100% fährst, brauchst du auch plus einen Boxenstopp. Platzen sind mir die Reifen nicht normal. Die Reifen, ja, die musst du halt unter Beobachtung. Ja, mach ich auch. Aber die Reifen halten genauso lange, als wenn du ein Rennen mit 100% fahren würdest. Du gehst auch bloß einmal in die Box. Und bei 25% verschleißen die viermal so schnell quasi. Ja. Meine Kinder sind schon irgendwie gebacken. Ich habe jetzt ein bisschen Vorsprung rausgeholt, aber die kommen immer. In den schnellen Kurven sind sie wieder dran. Ey. Oh, mein Teamkollege klappt sich gerade mit dem CD. Ich noch eine Gegenbox. Steht hier immer noch der eine. Ich sah, wenn sie orange wären, so sah, ab 70% wird es langsam kriminell. Ja, die eine Runde schaffe ich noch.
Das ist auch nur der vordere linke Reifen. Ja. Ja, genau, das Problem habe ich auch. Ja. Vorne links, das liegt aber irgendwie an der Strecke. Sicherheit. So, ab in die Box. Kommt mit dem Feld wieder raus. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Hamilton rückt mal ganz schön auf die Pelle. Ja. Vorne links, der gibt immer mehr nach, der Reifen. Ich merke das schon, Rechtskurven, die gehen nicht mehr so gut. Treibt mich hier raus. Ja, versucht es gleich wieder, um mich zu attackieren. Button habe ich überholt. Das war es, wenn man wieder ein freies Feld. Gehe ich mal auf Fett. Power. Ah, 3 Sekunden Strafe bekommen, das ist natürlich jetzt. Schade. Jetzt habe ich aus Versehen abgekürzt. Ich habe auch nur eine Verwarnung gekriegt. Ja, ich habe gleich 3 Sekunden. Egal. Muss ich aufholen. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Tja, Hamilton, da wird wohl die Box entscheiden, wer von uns vorkommt. Du lässt es so nicht vorbei. Das kannst du aber wissen.
Box entscheidet. Weil du musst nämlich auch rein, Kollege. Ja. Und ich muss jetzt die Runde rein. Hamilton 100 pro auch. Der verliert immer mehr Abstand hier. Ich glaube, den seine Reifen sind genauso hinüber. Also wenn meine Crew keinen Scheiß baut, komme ich vorher nicht wieder raus. Ich darf die 30 ja, nicht er fährt, unterschätzen. Er fährt weiter. Bravo, er nutzt es aus und fährt weiter. Los, los, los! Ich verstehe, eine typische da immer. Ja. Also Hamilton hat es ausgenutzt und ist direkt weitergefahren. Oder es wird ihm nachher teuer zu stehen kommen. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ach, ich darf auf Fett stellen. Ich bin auf Mager gegangen. Ich dachte, ich muss nicht sparen. Nö, nee, kannst auch feststellen, sagt er. Joa, alles klar. Gerne. So, Hamilton kommt jetzt in die Box. Oh, das wird knapp. Ja? So. Bin jetzt in der langen Rechtskurve. Ja, mal sehen, ja gut, die Boxeneinfahrt und Ausfahrt ist relativ lang. Hamilton ist am Weg nach raus, nach draußen, aber kommt man nur vorbei. Ja, der hat miese gemacht. Die Reifen waren hinüber. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4. Natürlich hat er miese, das auf jeden Fall, habe ich gleich gesagt. Dass über den Teuer so steht. Boah, ich habe wieder eine Verwarnung bekommen. So aufpassen, ey. Ja, ich habe auch schon 2 kassiert. Und der Red Bull, der ist sehr spritsparend. Wenn so viel auf Fett fahren kann, ey. Fast 2 Runden plus. Ich dachte minus, aber der ist wieder mager gegangen. Aber nö, fast 2 Runden plus. Ganz halt fett fahren. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Die Strecke ist gut, ne? Macht Spaß, ey. Ja, die ist schön schnell. Thank you.
gut, dass das Safety Car drin geblieben ist. Auf jeden Fall. Weil das hat man schon in Aserbaidschan. Ja, gut, auf der einen Seite ist es nicht schlecht gewesen. Auf der anderen Seite war es schon ein bisschen kacke. Aber ich war da zu der Zeit einfach zu müde. Keine Konzentration mehr gehabt. Ich sollte jetzt noch mal ein bisschen reifenschonender fahren, ne? Aber ich habe auch noch eine 3-Sekunden-Strafe, die muss ich mit einberechnen. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Oh, hier liegen Teile im Startziel. Ja? War gar nicht aufgefallen. Auf der rechten Seite. Jetzt hat mein vorderen linken Reifen, der ist 58%. Ja, meine ist auch schon bei 57 jetzt.
Prozent hier. Das ist ja noch Platz, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oder 70% auf dem linken Vorderreifen. Hinten habe ich 30. Ja, hab ich auch. Ist gar kein Problem. Nur der linke Vorderreifen. Nee, das reicht noch. Okay, jetzt müsste ich langsam wieder vom Pferd runtergehen, aber jetzt ist das Rennen auch vorbei. Ja. Voilà. Ich hab grad nochmal geguckt. Oh, nochmal 3 Sekunden, jetzt habe ich schon 6 Sekunden. Ja, ey. Das reicht jetzt aber auch. Das Bier muss ich auf Ex trinken. Lol, jetzt standen 2 am Start zu. Keine Ahnung, was. Ja, 2, ja. Hamilton ist noch vor Rosberg gekommen. Wäre das ein Dreifachsieg für Deutschland gewesen. So. Aber das war. Auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.